Die Höhlen rufen. In den Höhlen scheint eine Energie zu fließen. Waren wir doch erst schon. Weil jetzt darf ich da durch, ja? Und damit herzlich willkommen. Ja, neue Rauchzeichen. Seichtes Wasser. Haben wir das nicht schon? Möchte ich mir meine Hilfe bedanken? Okay, können wir machen. Die Höhlen rufen, betritt die Höhlen. Waren wir schon drin? Okay, dann. Lassen wir mal stehen. Oh, es regnet, wir brauchen nicht gießen. Yay. Das ist ja mal nice. Das heißt, wir können uns ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Farmarbeit hier. In der Mitte hier würde ich mal frei lassen für den Teil. Bestimmt müssen wir bald noch Zäune bauen. Ein bisschen Schnieke machen hier. So, haben wir sie dann alle. Unten noch in der Hütte. Und ich nehme noch einmal Pilze mit. Geschenk. Dann haben wir noch einen. Und noch einen. Wo sehe ich der Trockenständer auch bei Regen? Tiefer. Tomati. Es ist so schön, einen weiteren Fisch am Plan zu haben. Ich habe diesen Raucher für dich gemacht, so hält sich der Fisch länger. Okay. Es funktioniert auch für Fleisch. Ein Smoker. Geschenk. Oh, danke, Madin. Manche Leute lieben es, bei Regen zu angeln. Ich würde lieber nur abhängen. Wow. Alter Falter. So groß hätte ich jetzt nicht gedacht. Gebäude, den stellen wir trotzdem mal hier oben hin. Die meisten Wassertiere, geräucherter Fisch, alle Fleischarten, geräucherte Fleisch. Mal gucken wir mal. Schon abgehauen, ne?
Der Alligatorfisch. Gibt mehr Punkte. Manu. Einer noch. So. Anstatt rauchen, anstatt räuchern. Okay. So, die sind alle drin. Warte mal, wen brauche ich denn noch? So, steht halt noch nicht alle hier, ne? Die ich kennen müsste. Wir gehen erstmal zur Mühle. Wenigstens einer arbeitet. Schwarzen Hasen. La 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 la. Ich hätte jetzt gedacht, dass einer der Hasen dann noch der war von gestern. Ist jetzt auch egal. Man kann aus dem Minispiel nicht abbrechen. Ach Menno, was bist du denn eigentlich? Ich will natürlich dann, wenn du Multiplayer spielst, ob dann jeder mit der Flöte so 5 Versuche hätte. Die Tiere, sorry, nicht 5.
dich. Dich hatte ich eigentlich nicht, ne? Aber ist ja so egal. Wasserfall gibt. Diese eine Abkürzung so, sollst du zurückgehen? Nein. Oh, gut zu wissen. Du denn? Da ist ja ein Treller. Was? Es ist okay. Nur einfach, was wir geübt haben. Ich kann mich nicht mehr an meinen Text erinnern. Ich habe das hier. Was? Übertreib es nur nicht zu sehr. Ich würde nie. Die Höhlen sind ein Labyrinth aus Herausforderungen, die von den Totems gebaut wurden, um dich zu testen. Es wird nicht einfach sein, aber du kannst es schaffen. Um diese Prüfung zu bestehen, musst du zuerst deine Stärke beweisen. Indem du Felsen zerbrichst. Sorry. Viel Glück. Aber ein Rett im Labyrinth? Hey Trella, du musst Felsen zerschlagen. Krieg ich hin. Viel Glück bei deinen Versuchen, Trella. Ich habe natürlich auch einen Giftpilz dabei. Du hast für deine Stärke bewiesen, aber du musst noch mehr tun, um Eule zu beeindrucken. Diese macht es immer noch unerreichbar. Okay. Das Gute ist ja, wir brauchen echt heute nicht gießen. Symbole auf die Statuen mit den Bildern abzugleichen war Dons Idee. Aber ich bin besonders stolz auf die Pinienzapfen und den Granatapfel, die ich für diese Statue gemalt habe. Ich will nur sicher gehen, dass das ein Geheimnis bleibt. Oh oh, vergiss es. Baum? Kann ich mir nicht merken. So sicher wie ein Baum stabil ist, wird unsere Beziehung fruchtbar sein, Trevor. Stein, aber auch ganz ehrlich, kann man hierher kommen.
Wenn du dieses Totem mit dem ehrst, was es begehrt, wirst du seiner Aufmerksamkeit würdig sein. Granatapfel und Pinienkerne haben wir aber nicht. Bevor du die Totems um einen Gefallen bittest, musst du ihnen zuerst eine Freundschaft in Form eines Geschenks anbieten. An die Wände werden Hinweise mit Symbolen gemalt, die dem entsprechen, was die Totems wollen. Achso, warte mal. Der will was von einem Baum. Also der rechts hier will auf jeden Fall was von Bäumen. Jetzt ehrlich, so eine Totems hier. Cool gemacht. Haben wir denn noch was, um hier noch irgendwie weiter voranzukommen? Sieht das nicht mehr aus. Hat noch nicht gereicht. Schön, links raus. Warum? Ich habe schon gerade geguckt, wo ich rauskomme. Zum Glück gibt es eine Abkürzung. Haben wir eigentlich schon was gespendet gehabt? Das wird Knopf. Jetzt lauft ihr alle draußen rum, ja? Ja, haben wir gespendet, gut. Wir haben gespendet. Ich brauche doch noch was an hier. Umso mehr Ernte habe ich am Ende. Danke. Einen geräucherten Tisch machen wir auf jeden Fall rein wieder. Einen habe ich gesagt. Die anderen, ja doch, die anderen zwei nehme ich nämlich mit, um das am nächsten Tag zu erfahren. So, Freunde, wir sind schon mal wieder am Ende einer Folge angekommen. Wer hätte es gedacht? Geht ja doch hier schneller voran mit dem Spiel. Macht bisher noch sogar noch ganz gut Laune. Wenn ihr natürlich dabei sein wollt, wieder in der nächsten Folge, gerne wieder einschalten. Mal gucken, wie lange, wie gesagt, das Let's Play betrieben wird. Ich sage trotzdem noch ciao, ciao, schaltet wieder ein. Bis dahin und habt euch wohl. Oh, was soll ich tun? Na, diesmal habe ich nur 101 bei selber beigetragen. Tja, schade.